alles in Cash und weiß nicht, wo ich investieren soll. Deswegen hatte ich ja die Frage aufgeworfen, mal in einer der Mails, könnten wir, ich würde ganz gerne ein Stück im Schweizer Franken jetzt investieren, in vielleicht 5 Aktien oder so, 5.000 Franken, also kein ganz großer Betrag, aber in der Größenordnung. Und ich wollte euch einfach mal fragen, wenn ihr jetzt 5 Schweizer Aktien auswählen müsstet, wie würden die heißen für mich als quasi Newcomer in der Schweiz? Ich würde jetzt Novartis kaufen. Die sind ein Schnäppchen. Die rentieren mit 4,1% Rendite, Dividendenrendite. Obwohl zum Teil die kritische Stimmen sind auf dem Markt. Aber ich finde sie sehr günstig. Und die haben extrem viel Cash momentan. Sie haben die doch ihre Beteiligung an Roche verkauft. Ja, die schwimmen im Geld und die schwimmen im Geld. Für 20 Milliarden oder so in der Größe. Und der Aktienkurs ist extrem tief, verglichen mit den letzten 3 Jahren. Warum und vor allem würdest du nicht eher die Roche empfehlen? Die Roche ist halt sehr teuer jetzt. Die hat Maximalkurse erreicht. Da kommt wieder dieses Momentum. Ich bin da immer vorsichtig, wenn Roche ist sehr stark gestiegen. Aber natürlich, das ist eine super Firma. Auch Nestle ist eine super Firma, aber die ist auch sehr stark gestiegen. Und dann würde ich die Liechtensteinische Landesbank, die ist zwar nicht Schweiz, aber die ist Liechtenstein. Das sind Schweizer Franken, oder? Mhm. Liechtensteinische Landesbank. Dann würde ich auch immer noch etwas Banque Cantonale Vaudoise, obwohl das schlechte Ränge sind. Etwas. Dann ist auch Holcim wieder sehr günstig und über 4% Dividendenrendite. Was hältst du von der Richemont? Die Richemont, die ist, glaube ich, auch gut, aber relativ teuer. Die habe ich mir bei Obermatt auch angeguckt. Ich schaue mein Depot an. Warte, ich kannte schon die extrem negativ sind. Richemont ist halt bei Obermatt bis auf Value, da hat sie 46, das ist aber auch nicht so schlecht, hat aber sonst gute Obermatt-Ränge. Ja, da würde ich auch etwas Helvetia-Versicherung kaufen. Ist auch. Und Aurel Füssli ist auch sehr tief gesunken. Aurel Füssli ist auch spannend. Und Landis und Gier ist auch extrem gesunken. Da könntest du Schnäppchen machen. Das sind meine Aktien, die sehr tief sind und die kommen alle wieder. Und die Berner Kantonalbank kann ich dir auch empfehlen. Swisscom ist auch interessant. Ja, gut. Ich muss das mal anschauen. Das sind so diese Titel, da würde ich nachkaufen. Also ich würde natürlich auf den Filter gehen, oder? Und schauen, wo hat es etwas oder wo es auch gute Financials hat. Und Logitech wollte ich noch sagen. Logitech. Ja, Logitech ist vermutlich die einzige Aktie, die mit unserem Filter nicht sehr gut beurteilbar ist. Nein, die war nicht schlecht. Aha. Müsste man schauen, ja. Also ich habe jetzt mal die Pharmaceuticals angeschaut. Das bestätigt, was du gesagt hast. Die Novartis ist günstiger als die Roche. Wächst sogar etwas mehr, hat erstaunlicherweise mehr Risiko als die Roche. Ja? Das ist vermutlich veraltet, weil sie ja jetzt sehr viel Cash hat. Mhm. Also da würde ich mir keine Gedanken machen, oder? Das ist sehr wahrscheinlich, weil wir einfach September, wir haben zwar Financial Reporting vom September, vom 30. September, aber unter Umständen ist dieser Cash-Schub noch nicht drin. Ja. Sie haben auch relativ viel kurzfristige Schulden gehabt. Da würde ich mir jetzt nicht so Gedanken machen. Liquidität ist ja in der Mitte etwa, das ist nicht so tragisch. Also ich glaube auch, Novartis hat jetzt von den Finanzkennzahlen hat gute, also sicher gute Resultate. Die Frage stellt sich natürlich, was machen die jetzt mit dem vielen Geld? Machen sie eine Dividendenerhöhung, machen sie Aktienrückkäufe oder machen sie zu teuren Preisen Akquisitionen von einer, keine Ahnung, einem Gentechnikunternehmen oder whatever?
ich finde halt aus dem Bauch raus irgendwie die Roche irgendwie von der Unternehmenspolitik, soweit ich das als Ausländer beurteilen kann, ne, konstanter in den letzten Jahren, also verlässlicher. Ja, sie ist sicher stabiler, gemacht, oder? Also damals, ja, also die Roche hat sicher von der Governance her, hat sie mehr Kontrolle noch über die eigene Familie als die Novartis. Und das Problem ist schon etwas, dass diese Unternehmen, die keine Kontrolle mehr haben, von quasi wie ein gewisses Gewissen, ein gutes Gewissen haben, dort ist man sehr viel kurzfristiger unterwegs. Ist eigentlich ein Familienunternehmen, jetzt gerade durch den Rückkauf. Ja, die Aktien werden ja vernichtet, glaube ich, ne? Die sie zurückgekauft haben von der Novartis. Und es ist eigentlich ein Familienunternehmen. Ich bin eigentlich ein großer Fan von mittelständischen Familienunternehmen. Das ist natürlich die Roche jetzt nicht mehr so mittelständisch. Gut, auf der anderen Seite, wenn du in den Schweizer Franken investieren musst, ist jetzt mehr Schweizer Franken in der Novartis als in der Roche. Also, warum? Wenn der Cash, ja, weil die Roche vermutlich Schulden gemacht hat, um diese Aktien zu vernichten. Und die Novartis hat diesen Cash jetzt, diese Schweizer Franken gingen an die Novartis, die sind jetzt in der Kasse. Egal, was sie damit tun, ist das stabilisierend. Könnt ihr sagen, wie hoch die Wertschöpfung in der Schweiz bei diesen beiden Unternehmen relativ zueinander ist? Minimal. Nestle zum Beispiel ist ja ein Unternehmen, was in der Schweiz eigentlich gar keine Wertschöpfung hat. Das ist einfach nur die Holding, sage ich mal, vereinfacht gesprochen. Bei den Pharmaunternehmen ist das ja ein bisschen anders, glaube ich. Also steuerlich fällt der Gewinn schon in der Schweiz an. Aber sowohl Produktion wie auch Absatzmarkt ist im Ausland bei beiden viel dominanter. Ist das so? Sie über Lizenzverträge schauen Sie, dass der Gewinn in der Schweiz anfällt, damit die Steuern kleiner bleiben. Aber die produziert wird das nicht mehr in der Schweiz, oder produziert wird das so? Weltweit. Ja. Ich meine, ich bin in Rheinfelden aufgewachsen, ich war auf den Basel, da haben viele Schornsteine geraucht. Ja, jetzt nicht mehr, ist vorbei. Nein, also Produktion und auch Absatzmärkte. Also was ich, eine der Geschichten ist ja, dass die Medikamente in Deutschland produziert werden, und dann in die Schweiz geschickt werden, um sie dann wieder zurückzuschicken, teurer nach Deutschland und dort zu verkaufen. Oder? Und so fällt der Gewinn in der Schweiz an. Also ich glaube, dass bei beides sind sehr stark internationalisierte. Also ich habe nicht so das Problem, wenn Sie in Deutschland, sage ich mal in Rheinfelden auf der deutschen Seite produzieren oder in Grenzach oder Wielen oder wo auch immer, in Wehr und so weiter. Kenne ich halt diese Produktionsstätten. Für mich wäre es eher problematisch, wenn jetzt eine dieser beiden Firmen komplett in Indien produzieren würden, weil es da günstiger ist. Und wir haben jetzt eine Restrukturierung der Lieferketten und müssten das jetzt alles neu aufbauen. Das wäre ja sicherlich, sage ich mal, gewinnschmälernd irgendwo bei beiden Unternehmen. Da in die Richtung geht eigentlich meine Frage eher. Die Produktionsstandorte in Europa, jetzt mal vereinfacht gesprochen. Kannst du nochmals repetieren, Uwe, was ist, dass Sie nach Indien gehen? Naja, Pharmaunternehmen haben ja inzwischen in den letzten Jahrzehnten ihre Produktion nach Indien verlegt. Vor 100 Jahren war Deutschland und die Schweiz ja Produkte der Welt, inzwischen ist es Indien. Und man hat ja jetzt durch Corona gelernt, dass das vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss war. Und wenn es jetzt eine Restrukturierung gibt und diese Produktion wird wieder nach Europa zurückverlagert, kann ich mir schon vorstellen, dass es auf die Gewinnspanne irgendwo geht bei diesen Pharmaunternehmen. Ja, sonst, also wenn ich auf den Filter schaue, was finde ich spannend, also die Schweizerische Nationalbank will ich nicht kaufen. Das ist nicht möglich. Ja. Ich finde es Swatch spannend, oder? Mit einem Value von 54. Gegenüber Richemont. Also du könntest beide anschauen. Richemont wächst mehr offenbar als Swatch. Aber Swatch ist aktuell günstiger. Die sind wieder stark gefallen wegen auch dem neuen Coronavirus. Es war spannend die letzten 2-3 Wochen, wie Logitech und Swatch, die laufen gegeneinander. Also sobald der Virus kam, ist Logitech stark gestiegen und Swatch stark gesunken und umgekehrt.
eben aus der Überlegung, dass Logitech profitieren wird wieder von einem Lockdown, wenn die Leute zu Hause sitzen, während natürlich niemand eine Swatch im Laden kaufen kann. Also du möchtest dein Geld, dass es auch in der Schweiz quasi wie gebraucht wird. Ja? Ich würde gerne 5x5.000 Franken oder Euro, ist ja fast gleich inzwischen vom Kurs her investieren. Baloise und Helvetia, das sind beide Titel, die interessant sind. Also Versicherung ist sicher sehr stark, beide sind sehr stark Schweiz ausgerichtet, oder? Genau, und die beiden arbeiten in ähnlichem Umfeld. Wobei Helvetia günstiger ist, genau, als Baloise. Aber mittelfristig haben die dieselben Voraussetzungen für das Geschäft. Und die sollten sich dann auch im Kurs wieder angleichen. Ja, da kannst du vielleicht ein bisschen, ich kenne beide Unternehmen vom Namen, aber weiß keine Details, kannst du als Insider ein paar Sätze sagen, sind die hauptsächlich im Sachversicherungsbereich, sind die Lebensversicherer? Die machen alles, also die sind sogar etwas im Rückversicherungsbereich tätig. Beide, die sind breit diversifiziert, aber die sind schwerwiegend im schweizerischen Versicherungsmarkt tätig, beide. Und die haben natürlich sehr starke Brands. Woher kommt da Wachstum bei denen? Ja, das ist eine gute. Das ist eine gute. Ja, Prämien steigen schon in schwierigen Zeiten, oder? Also, wenn die Unsicherheit steigt, dann wachsen die Prämien. Das ist schon mögliches Wachstum, ist dort, oder? Dass einfach das Prämienvolumen sich anhebt. Also, beide, Also das hast du ja grundsätzlich das Problem. Also wenn du eine Firma bist, die nur in der Schweiz aktiv ist oder primär Schweizer Geschäft hat, dann ist es immer schwer zu argumentieren, dass die noch wachsen kann, weil es ein sehr gesättigter Markt ist. Also die Helvetia ist im spanischen Markt sehr stark, also stark. Sie expandieren etwas ins Ausland jetzt. Und die Helvetia hat in Spanien eine Firma gekauft vor 2 Jahren oder so. Das geht aber gut, das Geschäft. Bei Baloise bin ich nicht ganz sicher. Also im europäischen Markt sind die sicher auch, versuchen die Fuß zu fassen. Dort ist die Expansion möglich. Es zahlen halt beide. Ich meine, Uwe, ich wollte noch fragen, das sind ja auch sehr starke Dividendentitel. Also die Baloise und die Helvetia, die bezahlen die Baloise etwas weniger, weil sie teurer ist, aber auch über 4%. Und die Helvetia um die 5%, die bezahlen natürlich jedes Jahr schöne Einkommen. Mhm. Und das machen sie schon seit Jahren regelmäßig. Die Frage ist ja, ich meine, ich hätte auch Schweiter, ich habe Schweiter auch gekauft noch. Die sind im Windmarkt, die haben gute Obermatt-Ränge. Und ich habe sogar etwas weniger Skurit, obwohl die schlechte Ränge haben. Aber ich wollte in den Windmarkt investieren, der ist momentan etwas eingesackt. China war der Hauptabnehmer und momentan gibt es dort wenig Geschäft, aber die sind jetzt günstig als Titel in einem Wachstumsmarkt zu haben. Und ich denke, der Windenergie wird ganz klar wieder ein Thema werden. Also die Frage ist ja, ich bin ja fokussiert auf Dividendentitel wie Baloise und Helvetia. Und die beiden Windtitel, das sind für mich mehr so mal ein Diversifikationsargument, dass ich nicht nur in Versicherungswirtschaft, Bankaktien und so weiter investiert bin. Also dann mehr Wachstumsaktien. Und Logitech ist natürlich vom Kurs her momentan auch noch, also der Markt empfiehlt die halt sehr stark, die Logitech. Und der Markets hat 2x gekauft und denen wesentlich teurer, als sie momentan an der Börse sind. Sie sind sehr stark gesunken. Ja, sorry. Hermann, du hattest ja die Helvetia kürzlich, habe ich im Video gesehen, auch gekauft. Ne? Ja, das war die Idee, dass in schwierigeren Zeiten die Nachfrage nach Versicherungen zunimmt. Ja, habe ich auch gekauft. Ja. Also ich finde jetzt in der Schweiz auch ABB interessant, gute Dividenden. Adecco ist, das ist etwas, was man sich überlegen muss. Mir gefällt eigentlich der Service-Sektor. Zurzeit sind sie brutal abgestraft worden wegen der Pandemie, oder? Und wegen dem Kauf.
die haben eine große Firma gekauft, die haben jetzt eine große Integration vor sich. Und da ist man halt unsicher, wie gut gelingt es, die neue riesige Firma zu integrieren. Wer war das? Das ist erst kürzlich passiert. Das ist dieses Jahr passiert. Eine riesige Akquisition gemacht, die größte, die sie je gemacht haben. Aber ja, ich habe die Titel auch, die sind brutal günstig. Ja. Die sind brutal günstig und die bezahlen natürlich sehr gute Dividenden. Viel Umbruch ist ja auch bei der Clariant, habe ich in verschiedenen Artikeln gelesen, mit ihrem saudischen oder was auch immer Investor. Aber die haben jetzt wohl ja auch einen neuen CEO, habe ich verstanden. Und eine strategische Positionierung. Dieser ägyptische Investor da war es ein CEO, der hat immer Probleme gemacht, ist jetzt weg. Hat immer viel versprochen und nichts gehalten. Gestern ist Dormakaba brutal abgestürzt. Dormakaba. Und ich finde, ich habe mir das überlegt auch, die sind fast 15% abgestürzt. Und ich meine, weil der CEO gewechselt hat, wieder nach 9 Monaten. Das ist auch ein spannendes Ding, aber halt mit Risiko behaftet. Aber extrem auch günstig eigentlich historisch gesehen. Und wenn die Firma, ja, aber es ist immer, wenn diese Firmen im Umbruch sind, wie gelingt es ihnen? Da scheint etwas die Unordnung drin zu sein bei Dormakaba. Obwohl die sind führend in Sicherheitstechnik, Technologie von Schlössern und Türen. Ja, ist ein Bauzulieferer. Spannend, weil sie haben proprietäre Technologien im Verschlussbereich und sind auch relativ sicher finanziert, sehe ich jetzt da. Das heißt, viel Liquidität, ja. Das heißt, wenn es um Cash geht, sind die sicher nicht schlecht, aber auch Dormakaba ist nicht nur in der Schweiz. Wobei das ist ziemlich, das ist der Markt, glaube ich, wichtig. Schweizer Markt, würde ich vermuten. Spannend. Am besten überall mal breit investieren. Ja gut, also ich möchte jetzt auch nicht alles, so unter 5.000 möchte ich jetzt auch nicht investieren, das lohnt sich von den Kosten her dann auch nicht. Und, ja, ich weiß nicht, was bezahlt hat, du bezahlst hohe Gebühren. Ne?